So, liebe Challenger, ihr alten Hasen, so will ich euch mal nennen. Jetzt, wo es langsam wirklich wieder richtig spannend wird, am Montag geht die neue Challenge los, kommen doch jetzt nochmal viele, viele Fragen, auch gerade von den Teilnehmern, die jetzt schon die letzte Challenge mitgemacht haben oder die Challenges davor mitgemacht haben, ob sie sich jetzt nochmal doch neu anmelden sollen, ob sie jetzt halt doch nochmal irgendwie den Challenge Guide kaufen sollen, sich registrieren sollen oder ob sie die App jetzt nochmal neu kaufen müssen, obwohl sie sie schon haben. Und dieses Video richtet sich an dich, wenn du bei der Challenge schon mit dabei warst, wieder eine neue mitmachen magst, und dann kriegst du heute hier in diesem Video alle Infos. Ratzfatz geht's los. Wir gar nicht lange um den heißen Brei rumreden. Also, wenn du bei der letzten Challenge mit dabei warst, dann hast du per E-Mail jeden Tag schon den Low Carb Challenge Online Guide bekommen. Auf diese E-Mails, wenn du sie noch hast, dann kannst du über diese E-Mails jetzt bei der kommenden Challenge noch auf alle Inhalte zugreifen. Also such dir einfach die E-Mails von mir raus, und dann kannst du über die Links in diesen Mails bei der kommenden Challenge jetzt noch auf jeden Fall drauf zugreifen, auf das Trainingsprogramm, die Trainingseinheiten, die wir gemacht haben, auf die ganzen Mindset-Geschichten, auf die ganzen Dateien, auf die Audios, kannst du alles drauf zugreifen. Wenn du die App gekauft hast, die Nackt gut aussehen App, die kannst du zurücksetzen. Ich verlinke dir einfach mal das unterhalb des Videos, das Video habe ich noch nicht gemacht, es kommt dann morgen, am Samstag, kommt das Video online. Da zeige ich dir, wie du ganz einfach die App zurücksetzen kannst. Das funktioniert ganz easy und einfach. Da schaust du am besten am Samstag nochmal rein. Brauchst du dir also auch nichts Neues kaufen. Für alle die bei der Challenge jetzt schon mit dabei waren und wenn ihr sie wirklich auch durchgemacht habt, 30 Tage durchgezogen habt, dann setzt euch einfach ein neues Ziel. Setzt euch ein neues Ziel, setzt euch vielleicht ein Ziel, wirklich noch konsequenter euch besser zu ernähren, vielleicht öfter ins Training zu gehen, oder dass du vielleicht dann doch tatsächlich in dich investierst und dir einfach die Trainingspläne von mir holst, die du zu Hause machen kannst oder draußen ohne irgendwelche Fitnessgeräte. Infos zum Bodyweight Fitness Workout findest du auch unten in der Videobeschreibung. Oder vielleicht investierst du einfach in dich und kaufst dir irgendwie Bücher, ein paar Buchempfehlungen von mir auf meiner Seite paulkriegs.com, gehst einfach mal drauf, da findest du ganz, ganz, ganz viele Buchempfehlungen zu jedem Interview, was ich mit einem Interviewgast für beim Nackt gut aussehen Podcast. Da frage ich so gut wie jeden Experten nach einem Buchtipp. Nimm dir einfach vor, dass du in den nächsten 30 Tagen ein Buch einfach mal durchliest. Im Bereich Fitness, im Bereich Ernährung oder im Bereich Motivation, Mindsets, Spiritualität, Spirulina, ich weiß es nicht. Such dir einfach irgendwas aus, such dir eine Challenge aus, die du in den nächsten 30 Tagen machen möchtest. Mach einen nächsten Schritt in Richtung besseren, gesünderen Lifestyle. Ich freue mich sehr, wenn ich dich dabei begleiten kann. Unten in der Videobox, hier unterhalb des Videos auf YouTube, findest du auch einen Link zu unserer Facebook-Veranstaltung. Sag auch bei der Veranstaltung zu, so hilfst du mir auch, dieses ganze Event noch ein bisschen größer zu machen. Und was noch viel besser ist, dort poste ich auch sehr regelmäßig irgendwelche Updates zu irgendwelchen bestimmten Fragen. Also ich werde diese Plattform, also diese Veranstaltung auf Facebook, das Event, werde ich sehr ausgiebig nutzen, um halt wirklich mit denen zu kommunizieren, die diesmal mit dabei sind, und dort halt verschiedene Updates hochladen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video und als Low Carb Challenge alter Hase ein bisschen unter die Arme greifen und ich konnte alle Fragen klären. Wenn nicht, dann schreib mir noch unterhalb dieses Videos einfach deine Fragen mit rein, dann klären wir das auf jeden Fall noch, bevor es am Montag losgeht. Und in dem Sinne, macht's gut und let's go!